Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute Dr. Dieter Schwarz bei mir. Er hat eine HNO-Praxis und spricht heute mit mir über das Thema Schwindel und wie das ganze Nervensystem auch damit zusammenhängt und welche neuen Erkenntnisse es aus der Medizin gibt und Möglichkeiten, diese, ja, sage ich mal, Probleme und Einschränkungen auch im Leben relativ schnell wieder in den Griff zu bekommen und auf einen guten Weg zu bringen. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Dieter. Hallo Corinna, ja. Ich freue mich, bei dir zu sein. Und ich bin gespannt, was du alles von mir so wissen willst. Ja, gerne. Du hast eine Hals-Nasen-Ohren-Praxis, aber dein ganzes Spektrum geht natürlich noch viel weiter. Du bist Osteopath und dein Herzblut liegt natürlich auch an der Korrektur des ganzen Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Und was sind so wirklich so deine wichtigen Themen, wo du sagst, dafür brenne ich wirklich und das sind für mich auch die wichtigen Punkte, die jetzt auch mal in die Öffentlichkeit kommen sollten? Ja, die Medizin hat sich in den 30 Jahren, in denen ich jetzt niedergelassen bin, vorher war ich in der Universitätsklinik Heidelberg und habe dort dank meinem klinischen Lehrer Professor Bönninghaus eine fantastische Grundausbildung bekommen. Aber wenn man da stehen bleibt, dann Stillstand ist eigentlich Rückschritt. Mhm. Und deshalb habe ich immer wieder neue Dinge dazugenommen. Bin auch Allergologe nebenher. Ich mache jetzt komplementäre Krebstherapie, die sehr gut ankommen bei den Patienten. Mhm. Und ich habe Hormonmedizin mit aufgenommen, also ständig neue Dinge, die sich Gott sei Dank bei uns bilden, ständig neu anbieten auch. Ja. Das ist das, warum ich eigentlich jetzt noch mit Engagement Arzt bin. Und ein Punkt liegt mir besonders am Herzen, das sind diese sogenannten modernen Zivilisationskrankheiten, mhm. Stresskrankheiten. Dazu gehören sicherlich Hörsturz und Schwindel auf meinem Fachgebiet, aber auch dann Burnout in die Richtung, Stresskrankheiten mhm. insgesamt. Ist auch jetzt gerade, wo du mich eingeladen hast, wieder durch die ganzen Maßnahmen, die auf uns zukommen, sehr ins Zentrum der Medizin mhm. gerückt. Und ich habe hier eine Folie eingeblendet, dass das gar nichts Neues ist, sondern da schon ein Kollege, der hat es dem Herr Hahnemann geschrieben, seinem Kollegen hier in Deutschland aus USA. Und er hat den Wunsch geäußert, dass die Benutzung des vegetativen Nervensystems wieder einmal im Mittelpunkt der Medizin stehen sollte. Und dazu gibt es Aussagen auch von modernen Medizinern. Man müsse sich vorstellen, dass 80% der Körperfunktionen durch die Zusammenarbeit, durch das Gleichgewicht von Sympathikus und Vagus, also durch das vegetative Nervensystem, gesteuert wird und wir davon gar nichts merken. Mhm. Erst wenn etwas entgleist, also die letzten 20%, da melden wir das durch geeignete Reize, Schmerz und so weiter, Dysfunktion dem Gehirn und erst dann greift das Gehirn korrigierend ein. Mhm. Du hast ja auch ein Präventionszentrum und versuchst dann eben schon präventiv einzugreifen in dieses ganze System. Wo kann man denn gut ansetzen, dass man sagt, man kümmert sich, wenn schon die Medizin da sich nicht drum kümmert, dass man wenigstens in der Eigenverantwortung schon mal gucken kann mit Ärzten wie dir an der Seite, dass man da schon mal richtig ansetzt. Worauf kommt es da an? Ja, man muss messen, was fehlt im Körper. Mhm. Früher hat jeder Hausarzt gesagt, was fehlt Ihnen? Das kommt heute leider zu selten vor. Und man muss einfach das ersetzen, was fehlt. Und das sind verschiedene Stellen. Das sind diese Mikronährstoffe alle, mhm. die immer mehr oder weniger in der Nahrung fehlen. Ja, manche Leute reden bis zu 90%, kann ich selber kaum glauben. Der Körper nimmt im Laufe des Älterwerdens, so ab dem 50. Lebensjahr, zum Teil nur noch 50% über den Darm auf. Und dann muss ich das ersetzen. Die Hormone gehen zurück. Im Laufe des Lebens, bei der Frau, das mhm. die sogenannten Wechseljahre, ja. ziemlich schlagartig. Und dann ist es nötig, natürliche Hormone, also ich rede jetzt nicht von künstlichen Hormonen, sondern diese bioidentischen Hormone auch zu ersetzen. Mhm. Das ist der Grund, warum ich auch Hormoncoach bin. Deutschland nennt sich das so. Therapeut dürfen wir uns leider nicht nennen. Und die Marianne Krug in Frankfurt, Kollegin von mir, hat eine Ausbildung zum Hormoncoachen initiiert. Wir haben jetzt 25
ausgebildet. Mhm. Da bin ich auch dabei gewesen. Bevor jetzt Corona kam, dann haben wir einen Einbruch. Jetzt versuchen wir es auch über eben Telemedizin und wir hoffen, dass wir uns bald wieder treffen können. Ja, wenn ich einen Gruß sagen darf an Marianne, ja, liegt mir das sehr am Herzen. Ich glaube, sie war auch schon mal auf diesem Kanal, mhm, und betreibt auch diese Medizin. Ja, und es ist so wichtig, vor allen Dingen in der jetzigen Zeit, merkt man auch unabhängig von Wechseljahren, wodurch das auch immer gesteuert ist, ist mir noch ein bisschen, ich weiß es nicht, vielleicht kannst du mir da auch auf eine Antwort geben, dass wir auch bei den jungen Frauen extreme Disbalancen auch dieses Jahr in der Hormonstruktur erkennen. Haarausfall höre ich ganz viel, Regelausfälle, wo ich dachte, okay, jetzt kommt es schon sehr geballt. Welche Faktoren kommen denn da jetzt von außen auf den Körper zu, dass das Hormonsystem so an die Kante kommt? Ja, das ist genau diese Abgrenzung zum vegetativen Nervensystem. Ja? Jede Frau, die voll unter Stress ist, bekommt keine Kinder mehr. Mhm. Hat Dysmenorrhoen, mhm, hat Beschwerden, hat auch oftmals keine sexuellen befriedigenden Aktivitäten mehr. Mhm. Und da muss man dann eben beides machen. Man muss nachschauen. Und das kann man im Speichel, das kann man im Blut messen, die Hormone, zyklusgerecht. Und wenn man es ersetzt, natürlich immer durch bioidentische Hormone, die lange Zeit bei uns im Ruf standen oder im falschen Ruf, auch Krebs zu machen. Das stimmt nicht. Das ist, mhm, seit 3-4 Jahren auch im Internet nachlesbar. Aber die andere Schlagzeile, gegen die kommt man schwer an. Und man muss dann natürlich das vegetative Nervensystem kontrollieren. Und das kann man ja auch messen. Ich habe da ein Bild. Da sehen Sie zum Beispiel einen Abiturienten, der unter Stress steht. Da ist der hohe Nerv ganz wenig, ganz tief. Und, mhm, der blaue Balken und der rote Balken ist ganz hoch. Und dann haben wir den mit dem Wasseroszillationsgerät behandelt. Einmal nur 30 Minuten und haben es danach wieder gemessen. Ich habe sozusagen wissen wollen, wie wirkt dieses Gerät auf die Wasserschichten. Und es ist tatsächlich, man kann es so formulieren, eine Vaguswirkung, also eine beruhigende Wirkung auf mikromolekularer Ebene da. Mhm. Das heißt also, durch Neuordnung, durch Strukturierung der Wasserschichten wirkt es beim Patienten so, dass der Vagus wieder anspringt. Ja. Und bei den Frauen, die sowas haben, muss man natürlich immer eine Vagusbehandlung mitmachen. Ich habe da sogar ein eigenes Vagustraining entwickelt. Das ist übrigens auch europaweit geschützt, aber es darf jeder machen. Ich freue mich sogar, wenn er es macht. Ja. Also ich habe das nur einfach in der Form halber einfach schützen lassen. Also wenn ich das jetzt erwähne oder mitsprechen kann man es nicht, muss ich oben so ein kleines R hinsprechen. Aber das ist völlig unwichtig, ja. Ja, super. Ich habe es, meine ich, auch gesehen auf YouTube mit der Zunge an den Gaumen und, ja, dann diese verschiedenen Töne. Es gibt ganz viele Vaguspunkte. Ja, super spannend. Und dadurch kriege ich das eben auch schon hin, diesen Vagusnerv. Und jetzt wird mich aber der Wasseroszillator in Verbindung mit der Hormontherapie interessieren. Was dafür wichtig wäre oder wie du da arbeitest, das finde ich auch. Das ist absolut die Wiedereinstellung, die Wiederherstellung des Ruhenerven. Mhm. In Kombination zum Beispiel mit diesem Vagustraining, ja. Aber man kann es auch messen, indem man nur den Wasseroszillator anwendet, mhm, und den öfter anwendet. Dann kann man auch den Vagus messen und dann kriegt man ein ähnliches Bild wie hier drüben. Okay. Nach 3-4 Anwendungen haben Sie deutlich mehr auf Wasserebene, praktisch mehr messbare Vagusaktivität. Und Sie merken das auch. Es gibt ja spezielle Punkte, wo der ganz gut wirkt. Das ist in den Ohren. Wenn Sie also die Antenne an die Ohren halten oder hier hinten ist nochmal ein Vaguszentrum. Das sind die wichtigsten Zentren auch. Nasenrachenraum, mhm, Ohren und Nacken. Warum? Die Nackenmuskulatur muss uns in jedem Augenblick sagen, wie steht der Kopf zum Körper. Zusammen mit den Ohren und, mhm, mit den Augen entsteht sonst Schwindel. Ja? Und das zweite wichtige Zentrum in den Ohren geht über Akupunkturpunkte in den ganzen Körper. Und Sie merken Entspannung im ganzen Körper. Wenn Sie das nicht merken, dann machen Sie irgendwas falsch. Mhm. Oder sind nicht genügend Substanzen im Körper.
Wenn die Hormone fehlen, müssen sie natürlich die bioidentischen Hormone ersetzen. Wenn Mineralien, Spurenelementen, Enzyme, Coenzyme fehlen, müssen sie natürlich ersetzen. Dann arbeitet das Gerät perfekt. Und sie kriegen 10-mal, vielleicht sogar 100-mal mehr Therapieerfolg von den anderen Therapien, die sie machen. Die spielen zusammen. So interessant, echt. Und wenn wir nochmal bei dem Vagusnerv auf die Folgen eingehen, wir hatten, kann man schon auch sagen, Hormondisbalancen können auch die Folge sein, definitiv, aber auch eben das Thema Schwindel. Und da hatte ich vorhin in einer Folie mal gesehen, in der Vorbesprechung mit den Kristallen, wollte ich nochmal genau von dir erklärt bekommen, wie es zu dem Schwindel kommt und was es für neue Erkenntnisse dazu gibt. Da gab es ja auch viele Missverständnisse mit den Lagerschwindeln, mit den Kristallen. Ja, ich guck mal gerade, ob ich diese Folie noch kriege, die ist weiter vorne. Ja, genau, da war es, genau. Ja, das ist also das Innenohr, das ist so groß wie 1,5 Glasstecknadelköpfe. Ganz einfach. Und wenn jetzt eine Dysbalance im Körper ist, in den ganzen Substanzen, ernährenden Substanzen, dann merkt man es da ganz, ganz früh. Mhm. Es ist nicht nur eine reine Durchblutungsstörung, es ist wirklich eine Ernährungsstörung. Und der Schwindel wird ausgelöst in diesen Bogengängen. Entweder sind die zu wenig ernährt, das heißt, die fallen ganz aus, oder aber es löst sich in diesen Bogengängen, löst sich ein Kristall. Und dieses Kristall floatet dann durch diese Bogengänge und macht Schwindel. Die Frage ist jetzt, warum löst sich so ein Kristall? Dieses Gel, in dem die verankert sind, braucht auch Ernährung. Das muss flexibel bleiben. Und nach meiner Auffassung, und so sehe ich es auch bei den Patienten und bei dem sonstigen Zustand, in dem die kommen, lösen sich diese Kristalle eben dadurch, dass sie nicht mehr fest in dieser Masse verankert sind. Man kann die da wieder zurückbringen. Es ist kein Dauerschwindel. Man kann dem Patienten auch Hoffnung machen. Man kann das trainieren und durch gewisse Lagerung sie wieder in die Richtung von diesen Gelmassen bringen. Aber auslösend ist in dem Fall auch wieder, dass sie eben dort nicht mehr genügend verankert sind. Das heißt also auch hier eine Ernährungsstörung in dem Bereich, eine Diffusionsstörung. Und man kann da durch Lagerungsübungen, indem man die geeignete Lage, Schwindellage so lange einnimmt, dass der Patient den Schwindel praktisch nicht mehr als bedrohlich empfindet und das öfter macht. Das ist ein sogenanntes Habituationstraining. Ich dachte, das Training wäre dazu da, damit die Kristalle sich abbauen durch das Hin und Her. Nein, die sollen wieder dahin kommen, dass sie keinen Unfug mehr machen. Ja? Wieder in diese Richtung gebracht werden. Und der Patient soll dann auch merken, dass das nichts Bedrohliches ist. Ja? Okay. Es gibt ja noch eine Stelle, das ist die Halswirbelsäule. Die kann man dadurch auch beeinflussen. Und das Schlimme bei dieser Geschichte ist halt, dass unsere Augen, die reagieren mit einer typischen Augenbewegung, Nystagmus. Und deshalb können die Patienten, wenn sie sich bewegen, verstärkt sich der Nystagmus. Wenn sie die Augen aufmachen, viele liegen auf dem Rücken wie ein Brett. Und in der Lage passiert natürlich gar nichts, sondern da bleibt es, wie es ist. Und deshalb muss man den Patienten verschiedene Arten von Lagerungstraining beibringen. Und die müssen sie eine Zeit lang machen. Meistens am Anfang, wenn sie viel Schwindel haben, mit Unterstützung vom Therapeuten oder mit dem Ehemann oder mit dem Freund oder so, der sie dann hält. Und dann merken sie schrittweise, dass sich das wieder anpasst. Ja. Mhm. Das Schlimme ist, glaube ich, bei solchen Sachen, wie auch bei Ausfall von einem Gleichgewichtsorgan, immer nur am Anfang. Beim Ausfall von einem Gleichgewichtsorgan durch Ernährung, durch Blutungsstörungen und eben auch wieder zurückgehend. Und deshalb hilft auch der Wasseroszillator dort ganz gut, weil er dort die Ernährungsvorgänge vorantreibt. Besonders wenn man ihn gleich am Anfang einsetzt. Ja. Mhm. Wenn die Leute etwas später kommen, auch bei Hörsturz und Tinnitus ist das so, dann tut man sich immer schwer, da wieder vorwärts zu kommen. Und da ist der Schwindel. Das ist tödlich. Es gibt dann zwei Coming-outs. Es gibt auch Fälle, bei denen ein Gleichgewichtsorgan ganz ausgefallen bleibt. Und dann hat man nicht Dauerschwindel, Gott sei Dank, sondern das Gehirn ist ja wohl der intelligentere von den beiden, nicht das Ohr, und das gewöhnt sich daran. Also die Menschen können damit sehr gut zurechtkommen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig am Anfang. Patienten sofort Sicherheit geben, sagen, wir haben die und die Lösung und wir arbeiten jetzt dran. Ja?
macht auch Sinn auf Zellebene oder eben auch im motorischen Zentrum vom Energielevel. Ja, du bist ja auch Experte für Mitochondrialtherapie und wie geht's da? Also da sind ja auch Einflussfaktoren, dann eben Nährstoffversorgung, Mitochondrien, Zellaktivierung. Wie siehst du jetzt die Möglichkeiten da zu arbeiten oder das Optimale rauszuholen? Ja, das ist eigentlich die Hauptursache, der Energiemangel. Mhm. Durchblutungsstörung hat man lange Zeit gesagt, aber in Wirklichkeit liegt es daran. Und wir können ja die Zellenergie auch messen, regelrecht in Form von ATP. Also ich zeige das mal hier. Da hinten an der ganzen Kette Ende steht so ein kleines Kürzel ATP. Mhm. Und der Körper muss 90% seines Körpergewichts jeden Tag an ATP produzieren. Ja, das fand ich so eine krasse Zahl, gell? 90%. Ja. Denkt man gar nicht, weil irgendwie sieht man nur Adenosintriphosphat, da denkt man, das ist halt so ein bisschen irgendein, man unterschätzt das komplett. Man kann das auch messen. Ich bin ein großer Freund von Messen. Ja. Und wenn man so einen krassen ATP-Mangel misst, dann fehlt auch immer viel von diesen Spurenelementen, Vitaminen, Coenzymen. Da ist immer auch ein Einbruch da, das kann man sagen. Man kann es auch von der anderen Seite her messen. ATP-Messungen kann man gezielt machen. Ja. Man kann dann auch heilende Substanzen dazugeben, die man als Therapeutikum einsetzen will. Und man sieht im Reagenzglas einen Anstieg der Zellenergie. Ja. Kann man dort messen, regelrecht als ATP-Test. Und das steht auch ganz im Vordergrund. Und gerade in diesen kleinen und kleinsten Bereichen, wie Innenohr. Ich sage immer, das ist der erste Bereich, der ausfällt sozusagen. Der geht den anderen komplizierteren, schwereren Krankheiten oft voraus. Ah, dann ist schon so ein kleiner Warnhinweis. Das ist genau der richtige Ausdruck, ja. Mhm. Und wenn man den ernst nimmt und richtig behandelt und korrigiert, dann kann man den Patienten vor anderen Krankheiten jeder Art schützen. Und das ist halt das, was man als Präventivmedizin, Prophylaxe mehr in Zukunft in den Vordergrund stellen sollte. Und nicht dann nur, wenn die akute Krankheit vorbei ist, den Patienten dann wieder in das gleiche Stressniveau, ins gleiche Arbeits- und Umweltniveau zurückschicken und darauf warten, bis dann vielleicht als nächste Gefäßkrankheit ein Herzinfarkt kommt. Ja? Oder Augeninfarkt, das sind ja auch im Fortschreiten. Schlaganfälle, das sind alles diese Dinge. Und das sind keine reinen Durchblutungsstörungen, das sind schon gar keine Verstopfung von Gefäßen, sondern das ist immer im Anfang ein Energiemangel auf Zell-, auf mitochondrialer Ebene. Okay, dann fängt's, wenn ich es mir jetzt so herleite, deine ganzen Ausführungen, dann habe ich eben diesen Energiemangel in der Zelle. Dadurch erhöht sich natürlich trotzdem auch der Stresslevel. Dann habe ich eben diese permanenten Kontraktionen auf Zellebene, aber eben auch in der Durchblutung. Und da geht es jetzt wirklich dahingehend wieder. Da kommt noch eine aufploppende Folge in Form von dem Schwindel, wo man jetzt sofort merken kann, okay, ich möchte an die Ursache des Problems. Ja, das ist die Alarmglocke. Diese Schwindelhörsturz sind immer Alarmzeichen. Und wenn man die ernst nimmt, kann man andere schwerwiegende Krankheiten dadurch vermeiden in der Zukunft. Mhm. Und dann dazu muss man halt eben messen, was fehlt. Ja, das kann sogar auf der Hormonbasis sein. Gerade bei den Wechseljahren haben wir ganz, ganz viele Frauen mit den Gefäßen Probleme, weil ja die Östrogenschutz der Frau ist ja vorbildlich. Da haben die einen ganz großen Vorteil, so lang bis zu der Menstruation. Und deshalb, wir Hormonmediziner sind immer auf der Seite, dass man sagt, ja, bitte so lang wie möglich Menstruation. Frauen sagen dann irgendwann, wollen sie die Blutungen und so nicht mehr haben. Aber da versuche ich immer die Einstellung, indem ich den Vorteil dagegen halte, dann zu ändern. Und wenn dann die Menstruation wegbleibt, dann ändert sich das relativ schnell. Das heißt, der Hormonabfall ist nicht wie beim Mann konstant und langsam im Alter, sondern der ist dann schlagartig. Und viele Frauen haben ja dann auch akute Wechseljahrsbeschwerden. Alle haben aber dann mehr Probleme mit Dickwerden, mit Gefäßkrankheiten. Mhm. Und deshalb ist eben diese Hormontherapie mit bioidentischen Hormonen so wertvoll und so wichtig dann einzusetzen. Es ist also eine Therapie, die man durchaus auch bei anderen Gefäßkrankheiten mit beachten sollte. Der Körper
besteht immer aus vielen Möglichkeiten, die man differentialdiagnostisch halt dann erwägen sollte. Und wenn jetzt die Frau gerade in dem Alter ist, und das sind ja die meisten Krankheiten, kommen ja dann auch im Älterwerden, dann muss man die alle beachten und auch alle versuchen zu messen. Nochmal in die Prävention zurückzugehen, wenn ich jetzt sage, ich möchte die Zelle wirklich optimal versorgen mit Energie. Dort ist mir in einem Interview auch die Thematik mit der EZ-Zone genannt, eben mit den Elektronen, die dann einfach schon mal die Zelle mit Energie versorgen. Infolgedessen ist die Zelle natürlich auch in der Lage, selber mehr Energie wieder ins System zu bringen. Wie sieht für dich eine optimale Präventionstherapie aus, dass ich sage, ich möchte gar nicht in dieses Drama reinkommen, weil ich vielleicht weiß, familiär schon vorbelastet, Schlaganfall, Schwindel, diese Geschichten. Wie läuft es bei dir ab, wenn man jetzt sagt, ja, ich messe sämtliche Substanzen, die zu notwendig sind. Vitamin Q und Coenzym Q. Alle Substanzen, die wir brauchen, um Energie zu erzeugen. Und wenn die Mitochondrien damit versorgt sind, sind sie in der Lage, mit all diesen Mikronährstoffen dann auch Energie zu produzieren, wenn sie selber gut funktionieren können. Und das hängt tatsächlich vom Wasser ab. Wir bestehen ja zu 99% aus Wasser. Und die Wasserschichten gehen an diesen Biomembranen, die man hier sieht, diesen schwarzen Strich, bis in die Mitochondrien hinein. Und da sind wir wieder bei einer Zahl von eben gigantischem Billionenbereich, der dann dazukommt. Und wenn der nicht richtig versorgt ist, dann produziert das Mitochondrium trotz ausreichender Nährstoffe nicht genügend Energie. Und das sieht man hier ganz deutlich, weil diese Exklusionszone, wenn die nicht breit genug ist, dann können wir nicht die Energie produzieren. Und wenn die Wasserschichten nicht in gelförmigem Wasser, das heißt, hier unten ist so umschrieben mit H3O2, das ist sozusagen der vierte Zustand von Wasser, der gelförmige Zustand, dann haben wir eine minimalere Ausbeute. Und das merkt man auch. Ja, dann kann man sich auch eben diese teuren, sag ich mal, Nährstoffpräparate, die wirken ja dann eben gar nicht. Also ich brauche ja schon diese Kombination, dass es wirklich auch die Zelle verarbeiten kann. Und gibt es aus deiner Praxis interessante Geschichten, wo du sagst, hier, das war echt herausragend, damit habe ich jetzt gar nicht mit den Ergebnissen gerechnet, gerade bei Schwindel oder Hörsturz? Also ich stelle fest, dass unter Einsatz jetzt von dem Zelloszillator alle schneller reagieren auf diese in dieser Mikroeinheit und schneller genesen. Die Aussage, damit müssen sie leben, ist ganz weg. Sogar bei Tinnitus ist es so, dass man relativ gute Ergebnisse erzielt, mit dem der Patient hervorragend leben kann. Ja, die Patienten sagen dann plötzlich, wenn ich sie frage, was macht ein Tinnitus? Ach ja, manchmal höre ich ihn. Damit kann ich leben. Das kommt dann vom Patienten, ja, nicht von mir. Damit müssen sie leben, sondern damit kann ich gut leben. Und damit hat man dann eine Einstellung, ein Gleichgewicht erreicht unter eben Gabe von Mikronährstoffen und eben auch unter Bewahrung der nötigen Wasserversorgung. Bei mir, und das rate ich auch jedem Patienten, fängt jeder Tag mit einem Glas Wasser an und gutes Salz, ein Finger voll auf die Zunge, sodass eben Wasser in die Zellen reingeht. Wie definierst du mit deinem ganzen Wissen gutes Salz? Ja. Das ist natürliches Salz. Salz, das aus dem Bergwerk kommt und nicht durch irgendwelche Veränderungen verändert ist. Ja, rieselfähiges Salz sind andere Stoffe drin, die das rieselfähig machen. Und oftmals bewirkt es zum Beispiel durch Schwefel, früher sogar Aluminium, dass das nicht in die Zellen reinkommt. Ja? Und ich habe ja mal eine Doktorarbeit in dem Niereninstitut gemacht und da war dort Mikroangiopathie auch ein großes Thema und auch das Salz. Man hat allen Patienten Salz verboten. Aber eben dieses Salz, das überall drin ist. Ja. Und zur Verarbeitung in der Industrie ist es natürlich besser, wenn man ein rieselfähiges Salz hat. Ja, auf dem Tisch auch. Manche können sich noch erinnern, dass früher so Reiskörner in den Salzstreuern waren. Und heute geht es auch ohne die Reiskörner. Aber das Wasser bleibt damit eher in den Gefäßen.
macht unter Umständen auch eher Bluthochdruck, während umgekehrt, wenn ich den Körper absättige mit Mineralsalz, mit Meersalz, dann wird das Wasser in die Zellen hinein transportiert. Wir haben auch weitere Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Chrom. Das Chrom bewirkt, dass alle Mikronährstoffe mehr in die Zellen hereinkommen. Das ist ein permanenter, ständiger Parameter, das ich messe. Und da habe ich 7 Messwerte auf Mineralien- und Spurenelementbasis und ungefähr 7 Messwerte als Screening, die ich zuerst mache. Und wenn die alle in Ordnung sind und der Patient eben auch sich an die Verhaltensmaßregeln hält, dann geht es denen so schnell besser, dass ich eigentlich keine herausragenden Beispiele habe. Weil sie nicht mehr kommen. Ist umgekehrt. Ich habe ein Schema, nach 14 Tagen muss ich da sein, dass der Patient was merkt. Ja, so nach meinem Grundsatz, messen, machen, merken und dann wieder messen. Und es wieder messen nach 2,5, 3 Monaten, wenn sich die Werte, die ich aufgebessert habe, wieder. Und dann kann ich viele von den Medikamenten schon reduzieren, die ich gegeben habe. Ich nenne es nur deshalb Medikamente. Schulmedizinisch ist ja als Nahrungsergänzungsmittel definiert, weil ich es einfach genau nach dem, was fehlt, was ich gemessen habe, dann dosiere. Und am Anfang muss man auch Patienten sagen, ich nehme so und so viel, aber das wird dann wieder weniger. Natürlich ist es Nahrungsergänzung, aber warum machen wir Nahrungsergänzung? Weil halt in unserer Nahrung offensichtlich einiges fehlt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, weil wir auch gerade durch unsere moderne Lebensumwelt, durch unsere vielen Stressoren viel mehr Energie brauchen. Und wenn dieses Gleichgewicht gestört wird, ist es ganz klar, dass man irgendwo das wieder korrigieren muss und wieder in ein Gleichgewicht bringen muss. Ja. Und dann kann der Patient auch wieder relativ schnell zu seiner Arbeitsstelle und zu seinem normalen Leben zurückkehren. Ja, super. Ja, vielen Dank, lieber Dieter, dass du heute wieder da warst. War wieder ein schöner Rundumblick und sehr interessante Dinge wieder dabei gewesen. Und ich freue mich auf bald. Wenn die Leute sich noch informieren möchten, gibt es da noch Möglichkeiten? Genau, machen wir gleich. Quantisana.ch. Quantisana. Genau. Gibt es da noch irgendwelche Möglichkeiten? Ja, Sie können unter Quantisana im Internet nachschauen und können sich dort melden. Und da kriegen Sie sicherlich weitere Auskünfte und können dann auch von dort erfahren, welche Spezialisten in Ihrer Umgebung sind und wo Sie sich hinwenden können. Super. Ja, dann vielen Dank, lieber Dieter, und bis bald. Vielen herzlichen Dank dir für deine hervorragende Gesprächsführung. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Falls Sie doch zu unserem Gast noch die Kontaktdaten suchen und weitere Informationen, können Sie gerne auf unsere Webseite gehen, www.qs24.tv. Da können Sie Dr. Dieter Schwarz in die Suchleiste eingeben und Sie finden unsere Interviews dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.